Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde. Drei schäbige Spiele hier auf diesem Kanal. Heute geht es wieder ganz klassisch darum, den Spielen Luft zum Atmen zu geben, die es eigentlich gar nicht verdient haben. Im 18. Jahrhundert, da haben die Bergleute gerne, wenn sie in den Minen gearbeitet haben, Kanarienvögel mitgenommen. Warum? Damit die Kanarienvögel sie quasi waren vor unsichtbaren, giftigen Gasen. Stell dir vor, die sind irgendwann merkwürdig still geworden oder ohnmächtig geworden. Da haben die Bergleute schnell die Kanarienvögel genommen, sind rausgerannt, weil die Luft, also es wurde dann gefährlich. Stellt euch vor, in ähnlicher Art und Weise gehen wir es mit Steam an. Wir diggen richtig tief, Digger. Nur leider haben wir keine Kanarienvögel. Es wird gefährlich, es wird brandgefährlich, meine Damen und Herren. Es wird giftig. Wir schauen, was am heutigen Tage, den 31.03. auf Steam rauskam. Ohne Filter. Um das zu tun, gehen wir natürlich in Steam auf den Shop, dann auf Neuerscheinung. Aber wir wollen natürlich nicht die beliebten Neuerscheinungen, sondern wir wollen alle Neuerscheinungen. Und selbst hier filtert Steam noch vor, auch wenn es einem gar nicht kommuniziert wird. Aber ich bin natürlich Profi, ich bin ja nicht von vorgestern. Und deswegen gehen wir hier nochmal auf alle Neuerscheinungen. Und tada, jetzt sehen wir hier schon irgendein russisches, also es wird wieder super. Gut, wir gehen einfach jetzt mal durch, schauen uns die Spiele an, genießen die Trailer und wählen dann zwei Spiele, die wir heute spielen werden. Und für das dritte Spiel, wir sind hier bei drei schäbige Spiele, gehen wir auf SteamDB. Das ist eine Seite, da kann man so ein bisschen die Steam-Stats sehen. Unter anderem kann man beispielsweise die Instant-Search-Funktion nutzen. Da geht man dann auf SteamDB-Rating und kann hier einstellen, wie schlecht bewertet maximal die Spiele angezeigt werden sollen. Und bei diesem SteamDB-Rating können wir dann auf beispielsweise 20% gehen und dann werden uns nur die Spiele angezeigt, die weniger als 20% positive Bewertung auf Steam haben. All time. Ich freue mich. Na gut. Ach du Scheiße. Ja, was ist das wohl für ein Spiel? Mensch. Junge, kam heute raus 300 positive Bewertungen. Das ist so eine komische Grube in Steam. Also, habe ich ja bisher alles noch nicht angefasst. Also, die Spiele, ich meine... Sehen. Timer, das läuft gleich ab. Gleich ist vorbei. Es ist vorbei. Was ist das Spiel? Also wir hatten ja oft schon diese Anime-Semi-Pno-Games für geiernde Incels, die saften sich da einen ab. I don't know, was die Zielgruppe ist. Ja, ich kann es mir nur bedingt vorstellen. Phantom Tentacle. Alter, Digga, der Titel. Ist ein Story-Entschlüsselungsspiel. Die versiegelten Geistertentakel fielen erneut über die Stadt hernieder. Oh nein, die Geistertentakel fallen über uns hernieder. Die Spieler werden Geistertentakel spielen, einsame Bewohner angreifen, Nonnen gefangen nehmen und sich schleichen um den... Also nach der Beschreibung bin ich mir nicht sicher, ob wir das Gameplay sehen wollen. Ich habe erstmal genug gesehen. Den Rest kann man sich denken. Wow. Oh Gott! Na, wir schauen mal weiter. Unlimited Fight Ultimate Strike. Als ob die Meetings haben, sich da hinsetzen. Wie können wir unser Game möglichst beschissen nennen? Vorschläge. Ich habe was. Unlimited Fight Ultimate Strike. Im besten 3D-Stil einer Fortsetzung des ersten Spiels der Unlimited Fight-Serie mit Verbesserungen im Kampf, Mechanik, Grafik, Geschichten und viel mehr, tauche ein oder mit Freunden in diese Welt voller Action, epischer und intensiver Kämpfe ein. Von Piss Games. Alter! Junge, was ist Street Fighter? Wow! Was ist Tekken? Unlimited Strike! Ultimate Fight! Ja, ja! Wow!
Also es ist jetzt nicht so richtig scheiße, ne? Also es ist schon einfach nur ein schlechtes Beat'em-up, was mehr sein will, als es ist. Aber that's it. Jump, Jump, Cyberpunk. Junge. Alter, der Bass muss ficken, ne? So. Alter, wer kann? Ja, geiles Game. Handle it. Autofahrsimulator oder? Was ist das für ein Game? Oben links fehlt einfach das halbe Auto. Also auch übrigens, ne? Das ganze Interieur ist ja so, als ob das aus einem 3D-Drucker wäre und dann hier so einfach so ein, als ob das so ein ausgedrucktes Foto ist, was so drüber geklebt ist mit Uhu oder so. Da oben kam der Cursor rein. Das sieht gut aus. As a newcomer to the gaming industry, I present you with a game I made to kill time while you're waiting anything or anyone. Also man fährt einfach nur Auto. Gibt hier ein paar Bilder, die abgeloadet wurden. Zum Beispiel das oder das oder das. Hier auch nochmal. Hier fehlt was. Auch die beiden Bilder. Es ist nochmal ein leichter Unterschied. Ja, Freunde, ich glaube, das muss in den Einkaufswagen. 2,24 Euro. Das muss man in den Warenkorb auch stecken. Nice car. Robert Lawnmower. Warum sollte man einen Roboter spielen, der Gras mäht? Ach du Scheiße. Temporian, Abfahrt, rein. Wait, das ist wie, hoppala, Stacklands. Das ist literally ein Stacklands-Klon. What the fuck, wie kackendreist ist das kopiert? Hä? Das sieht auch richtig scheiße aus. Ready to take on the AI and fight for survival. I guess. Ich muss den Namen eintippen. Oh mein Gott. Wie die das? Junge! Diese übertrieben epische Musik, als ob hier der nächste Transformers-Film gerade hier, der Trailer für im Kino läuft. Und dann immer dieses Stock-Footage von Leuten, die auf einer Tastatur tippen. Play now and join the battle for humanity's future. Ab in Warenkorb. So, nun geht es um das dritte Game, meine Damen und Herren. Wir sind hier auf SteamDB Info und haben 20% eingestellt. Angefangen mit dem aktuell am schlechtesten bewertetsten Spiel auf Steam. Super Power 3 für 30 Euro. Junge, fast 900 Bewertungen. Also letztendlich sagen alle, das Spiel ist einfach nur verbuggt und scheiße. Aber warum haben es dann 900 Leute gespielt? New Life. Das sieht ganz cool aus. Wir schauen uns mal den Trailer an. Let's Imagine go. Imagine starting a new life in a new town and with no money at all. You might want to start working as a delivery driver. Ja, auf jeden Fall. Or join the police forces and make sure the town keeps safe. Ja, also GTA Roleplay. You can start dealing drugs or rob a liquor store. Buy a house and decorate it as you wish. Also ist ja literally, GTA Roleplay, oder? Nur als Standalone und im Ego-Shooter. Ähnliches Spiel wie Ark. Let's fucking go. Abfahrt. Hi. Junge, es fängt wieder direkt gut an, Eike. Also, ich habe einfach nur Spiel gestaltet, jetzt hocke ich hier. Also, es ist
Kein Witz. Ich werde zu alt für diese Scheiße. Solange das Core-Gameplay geil ist, I mean, dann kann man an sowas wie Hauptmenü und Sound auch sparen. Okay, R, okay. Also hier haben wir Gang. D. Okay, mit D und A steuere ich. Es ist kein Sound. Es ist ja so bad. Holy shit. Es sagt einem auch gar nichts. Also ich weiß ja nicht mal. Ich hock hier einfach nur. Ich starte das Scheißspiel, was auf der ganzen Welt noch niemand gespielt hat. Ich bin die erste Person am 31.03.2023. Ich klicke jetzt spielen. Und hock hier. Geiler Seitenspiegel übrigens. Hier hast du die Steuerung. Scheiße. Das war Enter. Scheiße. Meine Damen und Herren, rufen Sie jetzt an. Wird Hennoblatt es schaffen, dieses Auto zu bewegen? Die Leitungen sind offen. Zu gewinnen gibt es einen Reisegutschein mit nach Madeira. Also N ist ja bei Automatikwagen, Wägen, Leerlauf. Ne? Und D mit Shift. Mit Shift schalte ich den Gang hoch. So, jetzt bin ich auf D. Wie gebe ich Gas? Gas! Energie! Wie awkward auch, dass es keinen Sound hat! Krieg einen Cock in den Arsch. Escape? Option? Ich vergesse immer wieder. Hä? K ist Gas! Aber jetzt ist irgendwie die ganze, das schöne Overlay weg. Ich fahr grad rückwärts. Shift war Vorwärtsgang, oder? Maus weg? Okay, Leute. Es geht los! Es geht los! Die wilde Fahrt! Let's go! Let's go! Let's go! Go! Schalte den Gang, Ernie! Wir sind schon in Sibirien! Ah, da ist eine Mauer! Ah! Aber wir können mal ein bisschen ergründen. Da ist noch eine Mauer. Enter. K, to the Kalle Kuschinski. So, wir fahren mal da links. Das war wild. Ah, das kenne ich aus dem Trailer. So, wo geht's noch lang? Also ich hol alles aus diesen 2 Euro raus. Wo geht's noch lang? Ich bin auch der einzige Wahnsinnige auf der ganzen Scheißwelt, der sich das gibt. Diesmal fahr ich da lang. Oh, hier ist ein halber... Hier sind einige halbe... Berge, I guess. Oh, hier ist noch ein bisschen Wald. Warte, da fahr ich wohl. Oh Gott. Wo ist meine Cap? Warum ist der Sound wieder weg? B, K. Und drück drauf, komm. Ja, ich rutsch runter. Nein, bitte. Ich bin schon wieder Game Over. Okay, reicht auch. Ja, das war Händel. Das hat doch Spaß gemacht. Okay, kommen wir nun zur ersten Rezension. Wer braucht schon Forza Horizon oder Grand Theft Auto, wenn man Handle It spielen kann? Neben dem preislichen Vorteil ist vor allem die Zugänglichkeit des Spiels hervorzuheben. Denn neben des Sounds wurden auch jegliche Menüs gänzlich entfernt. In Klammern, unnötiger Scheiß. Und auch die spielbare Welt ist schön eindimensional. Wer braucht schon mehr als eine Straße? Sie? müsst ihr wissen. Wirklich toller Simulator. Raus mit der Post.
Survival Mode oder Wave Mode? I would say Wave Mode. Hart, klar, hart. So, if you get hit by Drone Type 2. Jet. Bo. Bett. Aha. 6. Junge, jetzt wird getippt, Digga. Zip. Wett. Ich muss doch immer Enter drücken. Zack! Seht ihr die Tastatur? Es wird so heftig. Jetzt wird so reinrasiert. So, Wave 1 completed. Next Wave. Targets, bitte. Er melde. Ja, off. Schuss, Mom. Sparbereich. Ah, eil. Junge, das sind nicht mal Wörter. Web.de. Web.de hat früher meine E-Mail-Adresse. Würde ich niemandem empfehlen. Wurde einfach gelöscht. Next Wave. Arsch, Junge. Ute ist auch dabei. Am Tag. Nee, K, Junge. Anyone can hit. The Bud Spencer in the supplements, you know, up in bed with her. Hammer, ist super schwer. Ich spiel's gerade auf schwer. Next Wave. Uke, ah, Uke ist dabei. Geil, der hockt da in der Drohne. Crew. Hit. Now. Tod, Alter, da ein deutsches Wort. So. Recording. Recorden wir? Ja. Doc. Ah, ich werde beschossen. Hip. Hop. Aber was? Also, safe? Warum mache ich safe? Hört ihr mich überhaupt? Ist ein bisschen laut. Next Wave. Was ist hier links eigentlich? Achso, 6 Drohnen kommen oder was? Ohr, Head, A, Leck, Weg. Ah, Nam, Alter. Der schneidet meine Videos. Oh, hopp, hopp. Wir schießen hopp ab. Ab ins Ohr per second. Junge, in 16 Sekunden habe ich 11 Wörter eingetippt. Also Wörter. Okay, ich spiele... Wer soll das lesen? Ja, okay, wir spielen Survival Mode, I guess. Survival Mode. Mal sehen, wie sich der unterscheidet vom Wave Mode, ne? Ork, da kommt Ork. Set, Tick. Aquas. Waff. Jets. Golf. Battles. Das sind irgendwie längere Wörter. Spices, Keto, ja. Hä? Was geht da ab, Junge? Wie viele sind das denn? Du, ich tippe hier um mein Leben. Voila! Check out! Cap full! Ich... Oh Gott, da kommt Jerk. Weg mit dem. Kapful, Junge. Doomed. Taller. Neat. Hä, der hängt fest. But... Ah, Alter. Ah! Average. Kinch. Ah! Was? Tide. Field. Junge, die spammen mich weg. Ah! Yeah! Tit. Geiler Survival-Mode. Geil, Junge. Ich hab legit eine Minute durchgehalten und es kommen unendlich Drohnen. Die teilweise erfundene lange Wörter haben. Ja, klasse, hat Spaß gemacht. Ich bin gefühlt seit 2 Minuten im Game. Das war der Inhalt. Also wir haben den Wave-Mode. Da passiert einfach nichts von Wave zu Wave. Klar, eine Drohne mehr oder so, aber auf Hard war einfach komplett easy. Und keine Karotte vor der Nase. Irgendwie so mechanically, dass man sagt, oh, ich hab Bock. Oh, ich hab's jetzt besonders weit geschafft. Ich kombiniere mich hoch mit irgendwelchen Fähigkeiten und Waffen. Nö. Und dann gibt's den Survival-Mode. Der ist einfach komplett busted und... Also, würde ich im Schreibbüro hauptberuflich arbeiten und wäre ich nicht YouTuber, dann wäre der Survival Mode vielleicht echt. Ciao. Kommen wir zur Rezension. Das geht hier Schlag auf Schlag. Mit 3,99 liefert einem dieses Spiel eine Minute Inhalt pro Euro. Wenn man dieses Spielprinzip toll findet, sollte man dennoch lieber Touch-Type-Tail spielen. Zwinker-Smiley. Dritter Satz. Dank Keyboard Warrior konnte ich diese Rezension schneller als üblich eintippen. Großartig. Nein. Ja. Ciao. Junge, was ist so schwer daran, mal irgendwie Audio zu machen, wisst ihr? Also, hä, hey, was ist da? What? Hä? Da ist irgendein Menüpunkt versteckt, oder? What the fuck? Let's go. Let's go! Hallo! Wie oft muss man da drauf... Die Spieler bei dreischäbigen Spieler haben oft ein Early-Game-Problem. Also wirklich Early-Game-Problem. Game.
Problem. Dass die halt nicht mal es schaffen, einem zu sagen, so geht das Spiel oder fang damit an oder mach dies. Man wird einfach so reingekackt, als wurde ich gerade aus dem Uterus geballert. Na gut, gehe ich jetzt hier rein. Hallo, servus. Wait. Sind das Zwillinge? Kann ich irgendwas machen? Nur man spawnt einfach vorm Café, wo keine Bedienung zu. Hallo? Ist nochmal der gleiche Dude, oder? Aber was macht der da? Okay, bislang ist alles sehr creepy. Was haben wir da hin? Also der Trailer hat ja was ganz anderes versprochen, ne? Was hier? Ist einfach ein leeres Gebäude? Hä? Oh, Polizei? Hier reinstellen? Enter. Police Officer. Get Job. Aha. Ach, so einfach geht das. Hä? Oh, jetzt, ja. Mhm. Okay, also ich bin jetzt hier und ich kann literally gar nicht mit meiner Umgebung interagieren. Gibt's irgendwie, aha, Tab ist Inventar. E Interact habe ich probiert. F ist Pickup. Das ist mein Inventar. Ja, so macht man heutzutage ein Inventar. Also, ich kann hier keine Gun nehmen oder so, ja? Geht nicht. Ja gut, dann gehen wir jetzt raus. Ich höre die ganze Zeit Vogelgezwitscher, ne? Das ist basically das Environment. Junge, ist das ein schlechtes Spiel. Gas Station Thief. What we know, the suspect was last seen at the gas station. He was wearing a red hoodie with sweatpants. Cool. Hier ist auch niemand. Ich kann lit... Warum wurde ich jetzt hier rein teleportiert? Hä? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wieso darf sowas verkauft werden? I mean, ja, es gibt Rückgaberecht. Die Tür geht gar nicht auf. Aber es ist doch auch so eine Verschwendung von Zeit. Junge, ich habe mit 12 im Far Cry 2 Map Editor mehr hingekriegt. Das ist nicht mal gelogen. Was für einen Job hab ich denn jetzt? Hallo? Enter to open Menü. Get Job. Digga, das ist komplett bad. Okay, hier ist die Garage. Geil. So, Lambo Maslulago. Gini. BMW. Gönn. F. Hä, ich roll einfach schon. Huch. Okay. Mach mal auf. Es geht nicht auf. Jetzt, wenn ich aussteige. Abfahrt. Ich muss nur aussteigen. Seine Hände, habt ihr das gesehen? Hä? Ich kann nicht zurücksetzen. Ich... Junge, was ist mit... Die Kamera ist invertiert. Ich komme gar nicht klar auf mein Leben. Was passiert hier? Junge, okay. Wir fangen nochmal neu an. Ich bin kein Polizist. Was macht der da? Der lädt eine Gun. Hä? Market Robbery. Ich kann nichts machen. Junge, es ist so bad. Also es ist legit furchtbar. Okay, woher kommt der Cursor jetzt? Ich muss Rechtsklick gedrückt halten, um jetzt die... Weil ich Enter gedrückt habe und das Geld angezeigt wurde. Also was ist Market Robbery? Soll ich irgendwie einen solchen Markt ausrauben oder? Was soll ich in diesem Game tun, Gunshop? Das ist wieder der gleiche Dude. Die haben sich nicht mal die Mühe gemacht, andere Models ins Spiel einzupflegen. Coming soon, coming soon. Klar, das Game ist seit 5 Jahren im Early Access. Weapons. 2. By Gun. Die ist nicht da. Aber das Geld ist weg. Ich bin selten... Also, das ist legit einfach so unfassbar schlecht. Also, man kann das gar nicht anders beschreiben. Das ist einfach nur... Was macht der denn? Es ist einfach unfassbar schlecht. Da liegt die! Da liegt die! Nein, ich gehe mit dem Menü weg. Junge, bitte pack deine komische Fingergun weg. Hallo? Gib mir die Scheißpistole, Junge. Wie hebe ich? F. Ja. Ja! 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 Okay. So, und jetzt? Was mache ich? Ich habe eine Pistole. Ey, Leute, wir kommen voran. Hier ist ein Wohnzimmer. Nee, hier ist... Was ist hier? Press Enter to open menu. Hauses und Möbel, Junge. Was? Whatever. Ich kann mir jetzt eine Couch kaufen, oder? Alter, wie schlecht alles ist. Wie schlecht alles ist. Ich gebe gerade Geld aus, übrigens. Junge, jetzt hört auf zu schießen. Schränke brauche ich auch.
So. Escape. So. Wo sind meine Sachen? Hier sind ein paar Einschusslöcher. Oh, also den Ladenbesitzer konnte ich ja nicht... Kann ich den jetzt ausrauben wenigstens? Junge, hier ist eine Bank, oder? Hier ist ein Safe. Was ist hier? Yo, 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 gib mir all dein Geld. Gib mir all dein... Dann du, yo, gib mir all dein Geld. Ich... Der ist barfuß. Hä? Gib mir all dein... Gib mir all dein Geld. Ich überfall die Tanke. Hallo, ich... Okay, die ist noch im Bau, oder? So, ich erkunde jetzt hier die Welt. Das ist doch Hammer. Das kenne ich aus dem Trailer. Das ist Lieferservice, kann man hier. Hier kann man Lieferant werden. Hallo, ich hätte gern einen Job. Imagine, kommt so einer mit der Knarre und will Lieferant werden. Ja, Junge, lass... Hä? Habe ich den Job jetzt? 700 Meter? Fahren wir hin, I guess. Ist auch alles leer, ne? Also ist ja komplett leer. Hey, wer sind die denn? Oh mein Gott! Die schießen alle auf mich! What? Hä, haben die jetzt Loot gedroppt, oder? Oh! Okay! Hä? Hä? Was ist das hier? Junge, ist hier das Terrorist Camp oder geiles Auto? Ich fahr weiter und bring mein Paket. Alter, ist ja alles so kurz. So, wir sind jetzt. Scheiß drauf. Wir sind jetzt da. Huh, das war automatisch. Ich. Wo ist das Auto hin? Wo ist. Meine Füße! Habt ihr es gesehen? Dieses Spiel ist in jeder Hinsicht so unfassbar schlecht. Schlecht. Ja, doch, lassen wir so. Dass ich kacken möchte. Direkt in my mouth. Hey, Junge. Erster Satz. Wieso ist sowas erlaubt? Ich hinterfrage mein Dasein, mein Ich, meinen inneren Spielplatz, meinen Seelenfrieden. Die Welt muss davon erfahren. Leute, es ist Freitag 18.34 Uhr. Ich mache Feierabend. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Lasst ein Like da und schaut bei der Kanalmitgliedschaft vorbei. Ja, ich gehe jetzt in Urlaub in die Eistonne. Ich fick mich in den Arsch. Ey.